Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen The Long Dark und zwar die Episode 2. Die Episode 1 haben wir letzte Folge abgeschlossen. Episode 2 habe ich Bock drauf, machen wir heute direkt weiter. Ich bin hier im Escape-Menü, denn wir müssen den letzten Spielstand laden. Das war bei Episode 2 ganz von vorne beginnen. Vorher will ich noch kurz was sagen. Und zwar zum einen habe ich die Cam heute wieder nicht an, weil ich immer noch krank bin. Aber es wird besser, ja. Also ich denke, bei der nächsten Aufnahmesession dürft ihr euch wieder an meinem güldenen Antlitz erfreuen, ja. Und zum zweiten will ich auch nochmal wiederholen, dass ich bei dem Let's Play nicht so viel reden möchte, da ich so ein bisschen die Atmosphäre für euch in den Vordergrund stellen will, ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, ne? Viel Spaß bei Episode 2. Einfach geil. Something's gotta go. Hey. Damn it. Not again. Lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Yeah. Kill it. I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Mm. Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio.
Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. He's some kind of doctor. No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well. Closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. My next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies, or another radio we can use. You might find some comms gear, or parts, in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. We used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him. But you might... scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out. Nun. Okay, dann, ich habe mehrere Fragen. Zum einen, wir kriegen den Bär nicht tot mit einem Jagdgewehr. Was zum Teufel ist das für ein Bär? Aber nehmen wir uns trotzdem mit. Endlich eine Wumme. Die graue Mutter wollte uns ja keine geben. So, zum anderen müssen wir deine Kackstelzen da hoch, Junge. Ich will dich ausrauben. Müssen wir jetzt nämlich... Ja, genau, das nehmen wir mit. Ja. Selbstverständlich müssen wir jetzt mal gucken, dass wir alles, was dieser Kerl besitzt, mitnehmen, ne? Das sollte wohl klar sein. Noch besser wäre natürlich, wenn wir irgendwo unser Zeug... bei dem unterbringen könnten. Werkbank. Aha. Oh. Okay. Ich kann nix. Ah doch, jetzt. Nice. Das machen wir darüber. Guck mal, wie viel Zeug wir da haben. Das ist alles weg. Alles weg. Auch. Ah, die benutze ich gerade, ja. Ich habe doch Medizin. Guck mal hier, Schmerzmittel. Aber das verraten wir dem natürlich nicht. Den lassen wir leiden. Wir haben 2 Dosen. Immer noch 3 Kilo zu viel. Kochtopf braucht man nicht. Mal die ganzen Fackeln brauchen wir auch nicht. Eine reicht, ja. Fleisch.
Signalpatrone, ja. 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 Antiseptikum. Dosenöffner brauchen wir auch nicht. Ah, da haben wir noch eine Fackel. Nö. So, das Gewehr ist relativ schwer, das ist halt doof, ne? Kohle brauchen wir auch nicht. Das reicht einmal Nähzeug. Notfallspritze brauchen wir auch nicht. So. Wir sind einfach eine komplette Apotheke und geben dem nichts ab. Das gefällt mir. Dafür klauen wir aber alles, was er hat. Hier Schweinefleisch. Okay. Den Rest holen wir uns nachher. Können wir damit irgendwas tun? Nee. Keine Töpfe im Inventar. Gut. Dann würde ich sagen, man kann ich nicht zielen mit der Wumme. Kann man nachladen. Okay. Da ist der Damm. Da müssen wir hoch. Oder wie, oder was? Da müssen wir hin, ja. Aha. Und wo sind wir? Da? Ja. Holy shit, da haben wir es aber weit, ey. Aussichtsturm. Lagerbüro. Wir könnten natürlich auch erstmal Richtung Lagerbüro. Und dann dafür sorgen, dass wir nicht direkt von dem Bären weggenascht werden. That trapper's my key to getting out of here. He'd better not die on me. Ja, sehe ich auch so. Gut, dann Abfahrt. Ist das da vorne eine Höhle? Eine Bärenhöhle? Einen Moment. Option. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Zielen. Ist viel zu hoch. Viel, viel, viel zu hoch. Besser. Ich habe irgendwie gar keine Lust, von einem Bären gejagt zu werden, ne? Friedhof, hm? Oh
Oh ne. Friedhof. Von weitem sah es aus wie Grabsteine. Gut übernachten, wenn man will. Aber wir wollen dahin. Okay. Ach, da sind wir schon. Wir kommen durch die Hintertür. Okay, das ist eine komplette Premium-Hütte. Hope I can still eat this. Rätselsee und Umgebung. Okay. Socken, nice, nice, nice. Hope nobody needs this anymore. Okay. Ganz viele Bücher. Eisfischen. Mhm. Thank goodness. Oh, nice Lampenöl. Wir können uns, ich habe eben gedacht, es wäre geil, wenn wir uns eine Angel bauen könnten, und können wir tatsächlich scheinbar. Bücher, Bücher, Parkhinweis will ich mir noch angucken. Aufgrund des ungewöhnlichen kalten Wetters dieses Jahr, Provinzpark, Rätselsee, Schienenwagen, und bitte nehmen Sie dieses Jahr die Flagge ab. So, Förster Aussichtsturm, da kommen wir auch noch hin. Dort vermutet man, dass jemand in der Aussichtsturm mit einer Jagdausrüstung, aha.
Jagdausrüstung am Turm, das wäre natürlich geil. Seit den Erdbeben geht großer Bär echt den Bach hinunter. So. So ist es nämlich. Dann würde ich sagen, warte mal. Wir durchsuchen hier noch die Aktenschränke. Is it food or? Nein, eine Zeitung ist kein Essen. Aha. Nice. Nice. Salzcracker, die kann man im Prinzip gleich wegschnabulieren. Wir müssen was essen. Ich kann kein Licht anmachen. Auf jeden Fall müssen wir was essen. I think I can use this. Dann was trinken. Dann machen wir ein kleines Feuerchen und dann gehen wir schlafen, ne? So, Essen. Was muss denn weg? Kräutertee. Hä, wo sind denn die Erde? So. Wir machen jetzt erstmal Feuer. Wir müssen erstmal Holz machen. Oh, da ist noch eine Truhe. I could use this. Ja, nehmen wir mal mit. Schlafsack braucht man nicht. Und dann können wir doch die hier lassen. Warte mal. Immer eins nach dem anderen, ne? Okay, das heißt, die Fäustlinge sind nicht so geil. Weg. Da könnten wir eigentlich mal reparieren. So. Dann Holz, wir brauchen Holz. I'm not sure I can carry much more. Naja, wir kümmern uns drum. Ach, wir haben hier auch noch einen Topf, nice. Easy, Brennstoff hinzugeben. Could end up being useful. Und zwar Schweinefleisch mit Bohnen. Schweinefleisch mit Bohnen. Ich raff gar nichts, ne? Aber wir brutzeln jetzt vor uns hin, dann lege ich mich schlafen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gern Like, gern ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.